Cheers bei einem neuen Lean Espresso, was dein Projekt und dein Team eventuell mit einem A320-Flieger und den Hudson River zu tun hat, das erfährst du jetzt. Am 15. Januar 2009, Flugnummer 1549 der US Airways, hatte auf einmal einen dramatischen Moment. Und zwar gab es einen Einschlag, und zwar einen sogenannten Bird Strike in beide Triebwerke. Das hatte den folgenden Effekt, dass ich genau in der Situation, ja, den Ausfall meiner Hauptantriebskraft habe und ein Flieger als Crew, der nicht für Segeln geeignet ist. Jedenfalls nicht für lange Strecken. Und das war halt das Problem. Die 320 war im Landeanflug auf New York. Und wer noch so halbwegs die Landkarte von New York in Erinnerung hat, ja, der weiß, okay, hier habe ich Manhattan als Insel, dann habe ich den Hudson River mit dem Hafenbereich und dann habe ich dann halt wieder Festland. Und es wurde ziemlich schnell klar, dass keiner der Flughäfen in der Nähe erreichbar gewesen wäre mit den jeweiligen Ressourcen, die halt der Crew zur Verfügung stand mit den beiden ausgefallenen Triebwerken. Und in diesem Moment wurde zusammen mit der Crew, mit dem Kapitän Sully, dort die Entscheidung getroffen, wir landen den Vogel in der Mitte. Ja, das hat es vorher dort in so einem Anflugerlebnis, sage ich jetzt mal, auf einem Flughafen New York noch nicht gegeben, ja, und man kann sich vorstellen, nein, man möchte nicht das Risiko eingehen, zu einem Flughafen eventuell zu kommen, diese Chance zu verpassen und dann mitten in besiedeltem Gebiet, ja, auf dem Weg zum Flughafen halt in New York einschlagen zu wollen. Und dieses hat die Crew rund um Sully halt vermieden und ist auf den Hudson gelandet. So, dann muss man natürlich wissen, das ist etwas, was man mit der A320 auch nicht ständig macht. Das heißt, das Team hatte sich ziemlich schnell abgestimmt, okay, hey, Moment mal, wie kommen wir da halt runter, ja? Und dort zusammen dann halt mit einer Portion fliegerischem Können und mit dem Zusammenspiel der Crew dann den Vogel gelandet. Es gab 155 Überlebende, ja, es gab keine tödlich Verletzten. Es gab halt, alle haben das Ziel erreicht, dass sie dann am Ende des Tages gesund und heile dann halt nach Hause fahren konnten und wieder bei ihren Lieben waren. So, und nicht jedes Projekt ist eine A320 und es ist ein fliegerischer Notfall, worum es um Hunderte von Menschenleben gibt oder, wenn man sich die schlimmsten Folgen da vorstellen könnte, vielleicht sogar Tausende von Menschenleben. Es ist auch kein Projekt jedes Mal medizinischer Notfall, wo es darum geht um Leben und Tod. Ja, wiederum kann es für ein Unternehmen aber im übertragenen Sinne um Leben und Tod gehen, wenn sich das ein oder andere Projekt immer wieder da reinreiht, ja, und eventuell halt nicht sicher auf den Hudson landen kann. Und an dieser Stelle gibt es folgende Sachen, die du von der Crew von Sully halt lernen kannst und die du mitnehmen kannst für dein Projekt, um das sicher zu landen. Punkt Nummer 1, definitiv eine klare Zielvorstellung, worauf sich alles ausrichtet. Das Ziel von Sullys Crew war relativ simpel. Ja? Alle heile nach Hause bringen, dass jeder abends wieder bei seiner Familie sein kann. Das war das Hauptziel und daran musste sich alles unterordnen, alles, was danach kam. Punkt Nummer 2. Im Weg auf dieses Ziel, Problemidentifikation, das geht mit den Alarmleuchten ziemlich schnell. Ja, aber ich brauche diese Alarmleuchten, brauche in irgendeiner Art und Weise Möglichkeiten zu sehen, hey, ich habe einen Bird Strike, ja, ich habe gerade ein Problem und alle anderen Systeme funktionieren nicht. Ich muss jetzt etwas Alternatives machen, ja, ich muss reagieren können. So, dann Punkt Nummer, dann der nächste Punkt. Berücksichtigung der vorhandenen Ressourcen. Okay, das war da relativ einfach. Ich habe eine Boeing 747, die segelt sehr suboptimal. Ich kenne aber die Fähigkeiten, was sie kann und wie weit ich damit fliegen kann. Und ich weiß, da hinten werde ich es nicht schaffen. Ich habe unter mir den Hudson und ich habe auch eine zeitliche Bestimmung. Das alles berechne ich mit ein, ja, um, und jetzt kommen wir zum nächsten Ding, das selbstorganisierte Team. Das selbstorganisierte Team kann sich darauf ausrichten, zusammen diese Lösung schnell zu erarbeiten und umzusetzen.
Ja, und das ist nämlich ganz wichtig. Ein äußerer Controller, Manager, wie auch immer wir es nennen wollen, selbst der Tower, wäre nicht in der Lage gewesen, ja, alle Daten zu haben. Er sitzt halt nicht im Flugzeug, er sitzt halt außen. Nur das Team innen drin, was aufeinander abgestimmt ist, kann optimal dann den Vogel nach unten landen. Jetzt kommen wir zu einem letzten Abschließung und den wichtigsten Punkt. Alles andere ist vorher quasi Shishi, wenn es nicht umgesetzt und mit einem Fokus durchgezogen wird. Wichtig ist das Machen, wichtig ist die Umsetzung, wichtig ist der Fokus bei der Umsetzung. Wenn ich das nicht mache und ich weiß zwar, wo ich hin will, ich kenne auch das Ziel, ich kenne auch das Problem, aber ich setze es nicht mit Fokus um, dann passiert Folgendes: Ich klatsche mit dem A320 doch irgendwo dann gegen die Mauer. Und dieses gilt es ja zu vermeiden. Das heißt also, auf diesem Weg hat die Crew nicht noch ein Meeting, wie es im Lehrbuch drin steht, sage ich jetzt mal halt, abgehalten, sondern ja, es war ja anders. Und man hatte jetzt aber auch eine Lösung gefunden. Und die ging es darum, sage ich jetzt mal halt, konkret durchzuziehen und für unsere Freunde des Agilen, nachsteuern und anpassen, damit man smooth auf dem Hudson landet. Ich hoffe, es war eine kleine Inspiration für unser aller Projekte, die wir halt sicher landen wollen. Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut. Tschüss.